Müll. Oder ich stell den oben hin. Oben sind die NPCs, da kann man es gleich verkaufen. Kommt da einfach eine Mülleimerreihe hin. Oh, ein Ruingeist ist gespawnt, okay, geil. So, die kann man platzieren. Die sind wichtig. Ich glaube, da wird auch nichts, aber hier wird was bei sein. So, das Toxic Blade braucht man nur für die Toxic Claymore. Und die haben wir einmal und mehrfach brauchen wir sie nicht. Also kann man das technisch gesehen verkaufen. Weil man braucht es aber für nichts anderes. Genauso wie der Toxic Hit. Hilt. Ja, dann tu das. Ich hoffe, das spawnt noch mehr. Kostenloser 20 Sekunden Heal. Ja, alle 20 Sekunden. Oh, du hast jetzt deine Maske bekommen. Some Jellyfish Mask. Ja, wen interessiert so ein Scheiß drauf? Ach was, sieht doch schön aus. Ich bleibe jetzt hier so lange stehen, bis genug Ruingeister gespawnt sind, dass wir alle Items haben, die wir brauchen. Das heißt, beide Drops mindestens einmal und die haben beide 14-15% Chance. Ach, die braucht man, obwohl die kann man auch kaufen, aber trotzdem. Stone of Life. Flasks. Ach, das sind aber Healing Flasks. Ich frage mich gerade, ob die auch in irgendeiner Form von dem Cooldown beeinflusst werden oder ob man sich damit einfach endlos hochheilen kann. Müssen wir mal testen. Also wir brauchen Stone of Life nur noch für Healing Flasks, technisch gesehen, um aus Blessed Healing Flasks Big Healing Flasks zu bauen. Und eine Granitrüstung, die ich jetzt einfach mal baue, damit wir sie haben. Und dann schaue ich mal, was die für einen Z-Bonus hat, wenn mich das interessiert. Woran bauen wir die Granitrüstung? Anvil. Granit. Move Granit. 30 plus 40 sind 70. 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 150, okay. 150 Smooth Granit brauche ich. So. Oh, ja, Granitmöbel gibt's natürlich auch. Granitbrustplatte. Granitschuhe. Granithelmet. Also, wie gut seid ihr? Ernsthaft, was hast du für einen Z-Bonus? Das würde mich interessieren. Meine Defense geht aber auf 32 runter. Increases Maximum Defense bei 3. Achso, das Ding gibt halt einfach 3 Defense dazu. Ist quasi eine schwächere Version von meiner Stilrüstung, die mir ja gleich 10 gibt. Oh lol, da ist einfach ein Ritterhelm drin. Hast du den denn mal getroppt bekommen? Ja. Warte mal, ich glaube, zu dem Helm gibt es gar keine Rüstung.
Bist du schon wieder AFK? Wie kann man einen Helm eigentlich da drin liegen lassen? Das ist bescheuert, dass es geht. K. K. N. I. G. H. T. Achso, die sind wahrscheinlich einfach alle gleich. Ja, das könnte sein. Pack den Helm mal in Masken, weil ich einfach vermute, dass der nur aus Kopf besteht und nicht aus Meer. Warum gehst du immer AFK in Parts? Was soll denn das? Makron aus dem Schloss zu bauen. Und der Platz auch. Flash Workstation. Hey, was? Begins the Night of the Undead. Gibt's hier auch Events? Ja. Und wann kommt die? Ich hab die gar nicht in der Boss-Checkliste vernommen, dieses Event. Oh lol, aus diesen Icicles kann man nur diese Frozen Junks herstellen. Ja, 4. Überall. Ja, lol. Ach, und Gelwürfel ist komplett nur für Alchemist. Lauter Alchemistenzeug bei. Warum bist du jetzt schon wieder AFK? Warum gehst du immer AFK in meinen Parts? Das klingt aber nicht danach. Das klingt nach einer weiten Entfernung. Was machst du denn da, wo du jetzt bist überhaupt? Ja, rumliegen. Was? War kein Witz. Was? Was war kein Witz? Dass ich rumliege. Ja, aber warum denn? Ja, aber spiel doch gefälligst das Spiel und leg dich einfach auf die Couch. What the fuck? Nein, spiel doch. Nein, das würde ich so nicht als Spielen nennen. Ich glaube, zwei sind schon tot. Ich schaue nachher nach, ob was getroffen hat.
Husky's Bier. Hä? Können Wölfe schon spawnen? Ah, okay. Hast du dir eigentlich dieses Spider-Mount gebaut? Gut, wir haben auch noch gar nicht genug Fleisch dafür. Wurmzähne haben nicht sehr viel Usage. The Blood Moon is rising! Warum muss ich denn das machen? Oh, das ist ja eine witzige Maske. Die brauche ich mir, wenn ich genug Leder habe. Warte, ich mache mal die Tür zu. Wo wohnt der Koch? Mitte links. Ah, da. Cursed Popcorn. Wie viel hättest du denn gern? Was? Gib mir eine Zahl! Okay. Da draußen ist irgendwas, was Köpfe beschwört. Die Köpfe aus dem Dungeon. Anscheinend, zumindest spawnen hier welche. Ja, das ist dieser Gegner da. Eine Geld gedroppt. Gibt's sonst noch irgendwas Besonderes am Blood Moon, was die Leute verkaufen, was wir brauchen? Ich schau mal Turling Merchant an. Der kann normalerweise gar nicht im Blood Moon da sein. Wenn er nachher gar nicht da ist. Da kommt einfach ein Skelett. Ein Dark Druide? Will solche Phantome haben, aber hier spawnt irgendwie keiner. Spawnt bei dir auch keiner? Forest Spirit. Ich zwei Hier nein im Wald spawnt gar gelaufen. kein Gegner. Weißt du, wie scheiße das ist? Hä, wie geht denn das? Ja, hier ist absolut leer. So, ich sammle jetzt das Geld ein. Aber Mobdrop gab es keinen, scheinbar. Ich habe mindestens zwei Ruingeister getötet während meiner Abwesenheit. Ja, habe ich gehört. Aber hier spawnt gerade überhaupt nichts. Oh, jetzt habe ich was gehört. Wo bist du? Da, vielleicht muss man sich bewegen. Der hat auch nur Geld gedroppt. Ist doch lächerlich. Wir brauchen das für den nächsten Boss. Oh, jetzt habe ich Imperteile. Ah, fangt jetzt an, das zu Oh, droppen. ich habe einen Ruinengeist hier an der Oberfläche gerade gehabt. Ah, okay, dann ist es. Ja, ich habe doch gesagt, irgendwann sind die auch nachts bei mir aufgetaucht. Dann ist es vielleicht aber nur Blattmoon. Egal, ich komme zurück. Ich suche, will aber eigentlich Phantoms haben. Jetzt auf einmal der Geist wieder hinter mir. Was ist das für eine Scheiße, dass der bei dir ist? Keine Ahnung, der mag mich. Ich habe ihn gerade gespawnt. Wo ist er denn? Ja, natürlich nicht bei mir. Er folgt dir. So, ich gebe dir das Item gleich.
Was ist das denn? Thunderbolts? Er ist ziemlich fett, der Typ. Hält auch recht viele Schüsse aus. Oh, der zerfällt ja ein Teil. Tears of Death. Kann das wirklich Tränen? Ein Ruinengeist, kein Drop. Oder hinten war so ein Phantom-Ding, aber es hat nichts gedroppt. Die nerven mich. Wer nervt dich? Oh lol, unten hängt ein Dämonenauge fest. Oh, da kommen wieder Köpfe. Papyrus. Oh, gleich zwei Dämonengeister. Ruinengeister. Oh, da ist noch einer. Tot. Na, hoffentlich droppen die mal was. Naja, bislang nicht. Da ist einfach ein lebender Baum. Mana Food. Was? Mana Food? Ah, ne, ist nur Material. Ich dachte, das ist wie eine Life Food. Ich krieg mehr Mana. Hätte ich witzig gefunden. Massive Hammer. Massiver Hammer. 37 Milliliter Damage. Was? Der Geil ist gestorben. Ja, passiert halt. Lass uns, du beschützt ihn ein bisschen, wenn du schon da hinten bist. Ich achte nicht drauf, ist mir vollkommen egal. Ach, warum bist du immer so gemein? Ja, warum lassen die auch die Gegner rein, Mann? Du bist der, der die Türen auf und zu macht. Gar nicht so machen. Hä? Natürlich kannst du das. Ich wüsste nicht wie. Ah, hör auf mich aufzuregen. Was, der Brain? Da liegt ein Gehirn. Ja, klar. Das Ding heißt The Brain. Ja, und das ist Material. Und es steht da noch ein netter Text drunter. Brains. Es hat sich jetzt irgendwie überhaupt nicht rentiert, dieser Blutmond.
Ah, immerhin ein Thorn Papyrus habe ich. Ah ja, ein paar Sachen. Thorn Papyrus habe ich zwei. Ist der Guide natürlich nicht Wir haben die gemacht. Invasachen bekommen. Ja, bist du selber schuld, du hast dich sterben Ich habe lassen. keine einzige Inversache im Inventar. WTF. Ja, du vielleicht nicht. Thorn Papyrus. Scroll of Undead. So, ich glaube, das muss man hier machen. Genau, hier kann man aus alten Invar-Dingern Invar herstellen. Ich glaube auch nichts anderes eigentlich. Nee, die Dinger sind nur dafür Ich da, um weiß nicht, daraus wann Invar zu Items machen. zu Undead gemacht werden soll, denn. Aber irgendwann bestimmt. Ja, es ist auf der Wiki vorhanden. Oh mein Gott! Ich habe eine Rusty Lantern! Dann hat er doch irgendwann was gedroppt. Einer von den Ruingeistern hier, da haben wir das. Egal. Wir haben die Rusty Der ist ja sicher Lantern. massiv. Hurra! Auf in die Bossbaumkiste. Oh, das ist ein Upgrade vom LOL. Ja, was soll's. Oh, für die Plug-Rüstung braucht man dieses Zeug. Schau mal, Dennis, was ich für eine neue Waffe habe. Was denn? Hä? Das fällt auf, ist das ein Hammer? Oh, okay, das ist ein brennender Hammer. Hey, warum schmeißt du den hin? Dachte, du willst den auch mal haben. Ich Darf dachte, das die ist nur doch eine einmal Waffe. werfen? Wait, what? Ist der Consumable oder was? Ich erlaube dir einmal ihn zu werfen. Jetzt ist er weg. Vielleicht kommt. Aha, das ist so ein Waffe. Der neue Brett ist da. Brett der Geist. Ach, so funktionieren die Reinforcen bei Invar-Rüstung. Einfach nochmal zusammencraften. Auch und das war eine Rüstung, die. Ah ja, der verschiedene Köpfe. Melee Damage. Plus ein Defense. Ah, Ja, okay. okay. Aber ich denke, langsam reicht's mal wieder für heute. Melee Speed. Okay, Invar's komisch von der Materialart her. Ah, gut. Dann würde ich sagen, im Bewerten nicht vergessen, weil da geht's beim nächsten Part. Und weiter geht's beim nächsten Mal, wolltest du vielleicht noch zu Ende sagen. Ich habe gesagt, Tschüss. weiter geht's beim nächsten Part. Du hast gesagt, und weiter, und dann hast du aufgehört zu Nein, sagen. habe ich nicht!